Guten Tag, mein Name ist Mario Pitsch und in diesem Video möchte ich Ihnen kurz den Tag Manager vorstellen, den TillyWiki Tag Manager. Zum einen kann man beim TillyWiki sehen, hier in der rechten Navigationsleiste unter Mehr Tags kann man die bestehenden Tags aufrufen, ja, und auch entsprechend auswählen. Und der erste Button hier ist der Tag Manager, ja, der den Manager hier diese Übersicht aufruft. Weiters kann man in diesem Wiki, wo der Tag Manager als globaler Button definiert ist, den Tag Manager auch von hier aufrufen. Ja. So, egal welchen Tab man hier gewählt hat, Tag Manager ist ein globales Menü. Ja. Dieses Menü kann unter Tools Tag Manager eingestellt werden. Ja. So, hier kann dieser globale Button aktiviert werden oder der Tag Manager natürlich auch aufgerufen werden. So, wie Sie sehen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Gut, was zeigt der Tag Manager an? Zum einen natürlich die Farbe eines Tags, dann diesen Tag Button, ja, der auch sichtbar ist, die Anzahl der Titel, die diesen Tag enthalten, 2, 4, 6, 7, ja. Dann ein Symbol, das man auswählen kann. Das heißt, jeder Tag kann auch ein Symbol enthalten. Ja. Das heißt, hier ist eine Standardliste der bestehenden Symbole. Und ja, hier kann man auswählen bzw. das Ganze wieder zurückstellen. Ja. Info gibt noch einmal die Information entsprechend mit an als Text. Wenn man auf die Farbe klickt, kommt ein Farbauswahldialog, ja, da kann ich die Farbe entsprechend umstellen. Der Titel selber, der existiert. Wenn ich den öffne und im Edit-Modus anzeige, dann sieht man, hier ist auch die Möglichkeit, die Color einzustellen. Das heißt, wenn ein Tag existiert als Titel und man dieses Color-Feld definiert, dann wird es automatisch angezeigt. Ja, das heißt Einstieg hier. Wenn ich die Farbe ändere, grün, okay, Edit, kann man sehen, ändert sich umgekehrt, blau, okay. Wenn ich den Titel jetzt speichere, ja, hier ist noch grün, dann schaltet der blau um. Ja, das ist es eigentlich schon, Tag Manager. Im globalen Menü in diesem Demo kann er aktiviert werden. Unter Tools Tag Manager kann der Button aktiviert werden. Und unter Mehr Tags kann Tag Manager auch aktiviert werden. Ja, viel Spaß mit Tags. Mein Name ist Mario Pitsch. Auf Wiedersehen.